Hallo zusammen. In diesem Video geht es um die beiden Begriffe Spannung und Stromstärke. An der Stelle müssen wir voraussetzen, dass ihr euch unter dem Begriff elektrische Ladung schon was vorstellen könnt. Vor mir seht ihr einfach eine normale Glühlampe und ein Lämpchen. Und wenn ich die jetzt zum Leuchten anregen will, dann wundert ihr euch höchstwahrscheinlich nicht, dass wenn ich meinen Stromkreis so aufbaue, dass ich beide Anschlussklemmen einfach verbinde, dass diese Lampe jetzt nicht leuchtet. Ja, was fehlt? Na klar, es fehlt irgendwie eine Art von Antrieb, eine Energiequelle, in dem Fall eine Batterie. Jetzt als Anfänger in der Elektrizität könnte ich es logisch finden, dass ich diese Quelle mit der Lampe verbinde, aber sie leuchtet immer noch nicht. Ja? Denn, wie wir hoffentlich schon wissen, muss auch zurück eine zweite Leitung laufen, die also das Lämpchen dann mit dem entsprechend anderen Pol der Batterie verbindet und dann leuchtet unsere Lampe auch. Warum ist das eigentlich so? Dazu brauchen wir jetzt unseren Ladungsbegriff, denn eine Batterie tut genau dasselbe wie ein Netzgerät, tut genau dasselbe wie eine Steckdose. Es ist immer dasselbe Prinzip. Sie trennt Ladungen, Plus von Minus. Und um diese Ladungen zu trennen, muss erstmal Energie aufgewendet werden. Ja? Hier sammelt sich am Minuspol viele negative Ladungen. Wir haben einen großen Ladungsüberschuss, ein regelrechtes Ladungsgedränge. Und die wird natürlich zusätzlich noch von dem positiven Pol angezogen, während sie sich selbst die negativen Ladungen auch noch abstoßen. Und diese beiden Effekte führen logischerweise dazu, dass sich die Ladungen gezwungenermaßen vom Minus- zum Pluspol bewegen müssen. Antrieb ist aber immer erforderlich. Um das ein bisschen erfahrbarer oder anschaulicher zu machen, benutzen wir dieses Wasserkreislaufmodell. Auch hier seht ihr ganz analog zu dem, was hier vor mir steht, eine Quelle, eine Energiequelle in Form von diesen beiden Wasserflaschen hier, also als Plus- und Minuspol, dann Verbindungskabel, die wir mit Wasserschläuchen gemacht haben, und als Lämpchen dient hier unten ein kleiner Propeller, der angetrieben werden soll. So wie es hier vor uns steht, wundert sich auch noch niemand, warum dieser Propeller nichts tut. Denn woher soll diese Bewegung kommen, ohne dass ich Energie zuführe? Ich muss also etwas tun. Ich muss einem der beiden Pole, ich nenne den jetzt hier mal Minuspol, Energie mitgeben, indem ich ihn einfach anhebe. Und wir sehen, durch diesen Antrieb fällt natürlich das Wasser im Schlauch nach unten, treibt unser Rädchen an. Wenn ich dem Pol jetzt noch mehr Energie mitgebe, dann läuft unser Rädchen hier auch schneller. Okay, ganz analog funktioniert es in unserem elektrischen Fall. Wir haben schon gesagt, die Energie wurde aufgewendet, um unsere Ladungen zum Minuspol zu drücken. Dementsprechend können sie dann zum Pluspol fließen. Und diesen Antrieb, diesen Unterschied in der Energie, das ist das, was die Physiker Spannung nennen. Und wenn ich mehr Energie zuführe, in dem Fall hier pro Wasserteilchen, im elektrischen Fall pro Ladung, dann habe ich natürlich auch mehr Spannung, also mehr Antrieb in meinem Stromkreis. Das, was dann passiert, hier die Bewegung, der Fluss des Wassers, das ist das, wo wir von Anfang an hin wollten. Das ist der lang ersehnte Strom, wie wir ihn nennen. Und wenn jetzt mehr Wasser pro Zeit fließt, dann passiert hier natürlich mehr. Genauso in diesem Fall, wenn hier mehr Ladung pro Zeit fließt, dann können wir damit auch ein größeres Gerät betreiben. Wir sprechen davon, dass die Stromstärke dann höher ist. Der Wasserfluss pro Zeit höher durch einen größeren Antrieb. Ganz genauso im elektrischen Fall kann ich also mit mehr Spannung, mit mehr Antrieb auch eine größere Stromstärke verursachen, sprich ich könnte ein größeres Gerät betreiben. Ihr seht, dieses Modell hier ist wirklich einfach gebaut. Ihr könnt euch das wirklich auch in jeder Schule selbst machen. Hier oben für unsere Pole haben wir einfach ganz normale Wasserflaschen verwendet, die idealerweise einen Deckel haben, der schon so eine Art Anschlussstück hat, auf das ich meinen Schlauch stecken kann. Das hier unten heißt Strömungsanzeiger, den ich im Lehrmittelbedarf bekomme. Und nicht vergessen, dass in beide Flaschen hier oben ein Loch rein muss, sonst bewegt sich gar nichts. Probiert es einfach aus.